Vielen Dank, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Lieber Kollege Kohler, lieber Jochen, selbstverständlich braucht der ÖPNV auskömmliche Finanzierung und selbstverständlich muss der Bund und müssen die Länder zusammen die Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie ausgleichen. Das ist ja aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Der Bund hat bisher Wort gehalten, die anderen Länder haben auch bisher Wort gehalten. Bayern hat letztes Jahr Wort gehalten, 2020 allerdings nicht. Da ist Bayern der Einzige gewesen, die ausgeschert sind und die nicht 100% erstattet haben, wie ihr jetzt seit relativ dreist in eurem Antrag an die Staatsregierung appelliert. Ihr habt nämlich bloß 90% gezahlt, was eine ziemliche Katastrophe für die Verkehrsunternehmen war und auch für die kommunalen Aufgabenträger. Allein mein Landkreis ist wegen eurer 90% 10%igen Kürzung auf 2 Millionen Euro sitzen geblieben, die uns ziemlich wehdo haben. Das ist das, was ihr mit dem ÖPNV-Rettungsschirm gemacht habt und jetzt zu sagen, wir sollen 100% zahlen, was für alle anderen selbstverständlich ist, insbesondere für den Bund, das ist schon ziemlich scheinheilig, muss ich sagen. Genauso der zweite Appell, dass es doch bitte hälftig sein soll. Ja, freilich muss es hälftig sein. Alle anderen 15 Länder haben es auch hälftig gemacht und der Bund hat auch die Hälfte gezahlt und getragen und wieder zugesagt und wird sich auch wieder halten. Die einzigen, die da auch ausgeschert sind, das wart ihr, nämlich Bayern, die bayerische Staatsregierung. Die hat nämlich 2020 versucht, nur die Bundesmittel auszuzahlen und selber möglichst nichts dazuzugeben, bis euch der eigene Bundesminister auf First gestiegen ist und gesagt hat, ihr kriegt bloß noch ein Geld, wenn es auch die Hälfte zahlt. So war es nämlich. Insofern ist die Hälfte Selbstverständlichkeit und das braucht man nicht beantragen, das können Sie einfach machen. Und bei dem letzten Punkt in eurem Antrag mit dem 9-Euro-Ticket, das gilt das Gleiche. Die Zusage steht, dass das 9-Euro-Ticket ersetzt wird vom Bund. Ja, denn auf Cent und Euro kann er es jetzt nicht beziffern, weil wir noch nicht wissen, was das Ganze kosten wird, dieses großartige Experiment, das dazu geführt hat, dass der ÖPNV jetzt wirklich in aller Munde ist und 21 Millionen Euro Tickets verkauft worden sind, 21 Millionen Stück. Das hat es noch nie gegeben, so einen Verkaufserfolg im ÖPNV. Der Bund wird das bezahlen, was genau kostet, das weiß man dann, wenn es abgerechnet ist. Das wird der Bund machen und dann wird das bezahlen, dazu brauchen wir keinen Antrag. In der Sache ist ja nicht falsch, deswegen werden wir uns enthalten, aber wenn wir was Interessantes heute diskutieren wollen, dann hätte da mal die zweite Stammstrecke in München angesagt, mit 7,2 Milliarden Euro Baukosten plus 4 Jahre, steht in der Zeitung, plus 9 Jahre, plus 4 Milliarden, da hätten wir eine spannende Debatte gehabt, aber nicht diese Selbstverständlichkeiten. Schade.